endlich meine Schwiegermutter? Ja, das ist sie. Lässt du mich überhaupt noch rein? Ausnahmsweise. Gut. Ach, da bist du. Augenblick. Also, Frau Chef. Schick, siehst du aus. Hast du irgendwo hingelangt? Vorsicht, Jul, deine Zustand. Ich hab mich noch nie so vorgeschickt gegessen. Ach, Mutti, das ist doch wirklich nicht möglich gewesen. Na, hör mal, wenn wir dir zum Essen eingeladen, bin ich da doch dumm. Danke. Ist böse, aber mein Wagenspann bietet sich an. Was soll ich machen? Thomas ist auch noch nicht da. Nein? Hat eben von der Firma angerufen, dass er gleich losfährt. Das Essen habe ich warm geschmort. Riecht das hier gut, du. Ist das Hasenbrötchen? Mhm. Hoffentlich wird er mir nicht zu trocken. Patricia, jedes Mal, wenn ich in eure Wohnung komme, bin ich wieder begeistert. Das ist ja wirklich, also wirklich ein Traum. Ja, aber der Traum ist bald aus, sobald das Baby da ist. Wir brauchen unbedingt was Größeres. Uns fehlt genau ein Zimmer. Na, hör mal. So eine günstige Gelegenheit, die findet ihr aber so leicht nicht wieder. Und dann vor allen Dingen die Miete. Ist doch direkt ein Geschenk. Ja, wir haben auch einen sehr kulanten Hauswirt. Kann man wohl sagen, und so ein gut aussehender. Wo ist denn dein Vater jetzt, hm? Er hat gerade eine begeisterte Karte von den Bahamas geschickt. Mhm. Er genießt seine Ferien. Was, Ferien? Du, das ist gut. 7 Monate ist der Mann unterwegs. Wann kommt er denn zurück? Ach, noch lange nicht. Weißt du, was mir Papst zum Abschied gesagt hat? Na? Wenn man einen so tüchtigen Juniorchef wie Thomas hat, dann kann sich der Senior in aller Ruhe amüsieren. Na bitte. Außerdem hat er eine neue ständige Begleiterin. Der Schrift nach zu urteilen kann sie höchstens 18 sein. Ja, diese Spätplayboys. Aber eigentlich kann man deinem Vater das doch nicht übel nehmen, nicht? Was hat der nun schon von seiner Jugend gehabt? Direkt von der Schule in Arbeitsdienst, dann Militär, Krieg, Nachkriegszeit. Natürlich hat der einen Nachholbedarf. Also, an eure Generation darf ich überhaupt gar nicht denken. Hm? Ihr wisst überhaupt nicht, wie gut ihr es habt. Ja, ja. Wir können uns wirklich nicht beklagen. Aber? Kein Aber. Hab ich aber gesagt? Nein, aber gedacht. Sag mal, was ist los? Habt ihr Krach miteinander? Nein. Wie kommst du darauf? Es ist nur... Nur? Ich habe das Gefühl, dass Thomas irgendwas bedrückt, dass er Sorgen hat. Er raucht doch wieder so viel. Das ist aber ein ganz schlechtes Zeichen. Hat er vielleicht Ärger in der Firma? Das glaube ich nicht. Wir haben ihn doch alle sehr gern. Naja, vielleicht ist er auch nur überarbeitet. Er kommt jetzt ja auch jeden Abend später nach Hause. Ich komme mir schon eine grüne Witwe vor. Grüß. Schön. In 10 Minuten gibt es... Natürlich. Essen. Ja. Kann ich dir helfen? Ja. Sprich mal mit ihm. Na endlich. Deine Mutter erwartet dich schon sehnsüchtig. Du nicht? Doch, aber das zeige ich heute nicht so. Mein armer Hase, tut mir leid, der muss schon völlig vertrocknet sein. Mutti aber auch. Hat Patricia dir nicht zu trinken angeboten? Nein. Portwein oder Sherry? Sherry, ja, aber ein trockenen. Hm. Du hast schon mal besser ausgesehen. Ja, wir werden eben alle nicht jünger. Entzückend. Na? Ist es mal wieder so weit? Was? Dass du alles hinschmeißen willst? Wie kommst du denn darauf? Sieh ich dir doch an. Hast du wieder das Zucken am Auge. Was du damals auch gehabt, als du das Studium aufgegeben hast. Als du die Verlobung lösen wolltest. An dem Vormittag an eine Fahrprüfung machen solltest und Angst hattest durchzufallen. Na? Was ist es jetzt? Ach, eigentlich nichts, nur... Nur? Ich hätte eben nicht in die Firma meines Schwiegervaters eintreten dürfen. Warum? Der ist doch sehr zufrieden mit dir. Er schon, aber seine Mitarbeiter. Ist ja auch nicht einfach, wenn man plötzlich einen Juniorchef vor die Nase geknallt bekommt. Und dann dazu noch einen, der ganz neu in der Branche ist. Na, das lassen Sie dich führen? Mhm. Als Papst noch da war, ging es ja. Aber jetzt, wenn ich mit irgendeiner neuen Idee komme, dann sagen Sie gleich, Herr Köster hätte das nicht so gemacht. Ja, und dann warten richtig darauf, dass mir eine Panne passiert. Der von mir neu eingeführte Mokka-Spitzenkaffee. Also bitte, die Reklame ist sogar sehr gut. Die Reklame ist gut, aber der Absatz schlecht. Also bei mir in der Ecke in der Filiale geht er sehr gut. Das kann ich mir so richtig vorstellen, wie du Propaganda für mich machst. Also für einen schlechten Kaffee würde ich keine Propaganda machen, selbst wenn du ihn angepflanzt hättest. Die nehmen mich einfach nicht für voll. Für sie bin ich nur der Schwiegersohn. Mit den meisten Leuten komme ich ja klar, aber... Also Herr Köhler... Wieso wärst denn nun Köhler? Wichtiger Mann? Mhm. Ist der Leiter der Rösterei. Mit dem Alten zusammen die Firma aufgebaut. Übrigens, der hat auch die neue Röstanlage gebaut. Die wolltest du mir doch mal zeigen? Ja, wenn du willst. Morgen um 12:30? Ja. Weißt du was? Und da werde ich mal diesen Herrn, wie heißt der, Köhler? Den werde ich da mal besichtigen. Ja? Ich kann den Kerl einfach nicht mehr sehen. Wieso? Dass er mehr von der Rösterei versteht als ich, das brauchen wir ja nicht andauernd unter die Nase zu schmieren. Seine ewigen Anfälle. Gestern war er wieder betrunken. Wieso, betrunken ist er auch?
Schwierigkeiten in der Ehe. Zu junge Frau. Gestern hat er sie, glaube ich, rausgeschmissen. Dann sprich doch mal mit dem Mann. Ich, weißt du, wenn man so private Sorgen das hat. Hat doch dann keinen Sinn. Gut, dass ein Assistent, der Faber, sich so gut eingearbeitet hat. Thomas! Sofort! Bitte, Mutter, sag nichts Patrizia davon. Sie regt sich immer gleich so auf. Sag mal, wofür hältst du mich denn? Und würden uns freuen, bereits in Kürze Ihren Auftrag zu erhalten. Und das geht an alle Hotels, mit denen wir arbeiten? Mhm. Sie geben nicht auf? Nein. Rabe. Einen Augenblick, Herr Faber. Rogalski? Bitte halten Sie sich da raus, ich komme sofort rüber. Fräulein Rabe, wenn Sie mich brauchen, ich bin drüben in der Rösterei. Ist wieder etwas mit Herrn Köhler? Voll wie 1000 Mann. Aber das lasse ich mir nicht mehr bieten. Ja, was wollen Sie mit ihm machen? Da gibt es nur eine Möglichkeit. Raus, habe ich gesagt. Halt einfach raus. Hast du deine Frau nicht vielleicht auch ein bisschen zu schlecht behandelt? Schlecht? Zu gut. Viel zu gut. Alles vertragen die Weiber ja nicht. Ist was? Herr Köhler, Sie sind der Leiter dieser Abteilung. Ein Vorgesetzter sollte Vorbild sein. Dass Sie es in diesem Zustand nicht sind, werden Sie ja wohl von alleine wissen. Ich möchte Sie deshalb bitten, sofort nach Hause zu gehen. Sie wollen mich nach Hause schicken? Das können Sie nicht, Sie nicht. Ich kann Sie nicht dazu zwingen, nach Hause zu gehen. Aber hier bleiben Sie nicht, auf keinen Fall. Verlassen Sie den Betrieb und kommen Sie wieder, wenn Sie nüchtern sind. Das haben Sie gar kein Recht. Gut, ich habe ein bisschen was getrunken. Aber ein Arbeiter ist nicht vernachlässigt, da kann mir keiner was nachsagen. Herr Köhler, ich möchte Sie in diesem Zustand hier nicht mehr sehen. Sie haben hier überhaupt nichts zu sagen, Sie. Mein Chef ist ein Köster. Das ist meine Abteilung, die ich selbst aufgebaut habe und meine Maschinen. Ich denke gar nicht an, meinen Posten zu verlassen. Hier bin ich verantwortlich, dass wir von keinem reinreden und von Ihnen schon gar nicht. Sie wissen überhaupt gar nicht, was hier gespielt wird. Sie denken, es läuft hier alles automatisch und ganz von allein. Und nur solange ich hier bin. Dass Sie ein wichtiger Mann in diesem Betrieb sind, das weiß ich. Gerade deshalb möchte ich Sie bitten zu gehen. Ihre Stellung ist mir zu wichtig, als dass ich die Verantwortung einem Betrunkenen überlassen möchte. Wenn Sie in 10 Minuten das Werksgelände nicht verlassen haben, dann mache ich von meinem Hausrecht Gebrauch. Ist er wirklich gegangen? Während der Mittagspause. Ich habe es selbst gesehen. Er schwankte in Hut und Mantel über den Vorplatz. Unglaublich. Hat sich ein Taxi rufen lassen. Doch entschuldigen Sie bitte, ja? Und was ist das da? Das ist die große Röstanlage. Guten Tag. Da wird die Farbe kontrolliert. Oh, aber der muss noch ein bisschen mehr geröstet werden. Woher weißt du denn das? Ich habe ja auch mal Kaffee geröstet. Du? Ja, gleich nach dem Kriege. Wir sind die 45. Aber in der Pfanne auf dem Herd. Bitte, was ist denn? Das ist Das Gas wegnehmen? Ja. Sagen Sie, wie viel Kaffee geht denn in so eine Maschine? 90 Kilo. 90? Das sind ja mehr als 2... Nein, fast 2 Zentner. Oh, ich habe damals schon 8 Zentner geröstet. Zu mehr reichte mein Geld nicht. Das war eine ganz billige Sorte. Aber nie wieder hat ein Kaffee so gut geschmeckt wie der erste Bohnenkaffee nach dem Kriege. Das glaube ich. Ja? Auf vielen Dank, ja? Das ist unsere Verleseanlage. Sag mal, wie funktioniert denn die? Die Fotozellen sind auf die Farbe des Kaffees eingestellt. Und sucht die zu dunklen und zu hellen Bohnen aus. Das ist ja toll. Und was macht ihr damit? Ich meine hier, mit diesem Ausschuss. Die werden weggeschmissen. Weggeschmissen? Ach, das ist aber schade. Was hast du da? Prima. Riecht ja gefallen. Das sind die zu hellen Bohnen, die sogenannten Stinkerbohnen. Aha. Die werden entweder zu früh vom Baum gepflückt oder sind vom Wurm gefallen. Die können eine ganze Mischung verderben. Ist ja nicht wahr. Komisch. Heute ist aber wenig Ausschuss. Was hast du da? Ein Garderobenschlüssel. Muss jemand verloren haben. Das ist wirklich jedes Mal genau ein halbes Stück. Die elektronische
Minute wage irgendwie. Fantastisch. Jede Sekunde ein halbes Jupiterwochenende. Wahrscheinlich das letzte Mal, dass diese Mischung durchläuft. Warum denn? Die Produktion wird angestellt, keine Nachfrage. Das verstehe ich nicht. Wer diesen Kaffee einmal gekauft hat, der kauft ihn doch immer wieder. Dazu muss er ihn erst einmal kaufen und das tut eben leider keiner. Entschuldigen Sie bitte. Aber mein Junge, das kann doch nur der Werbung sein. Also ich würde Jupiter-Mokka durchsetzen. Ja, vielleicht. Aber dazu muss er etwas ansteigen im Verkauf. Du, ich komme Montag Nachmittag jetzt zu dir ins Büro, ja? Und dann backe ich uns ein Streusel, lässt von deiner Sekretärin Jupiter-Mokka machen. Und den trinken wir. Vielleicht fällt uns was Gutes zur Werbung ein. Oh. Aus Brasilien. Ja, geben Sie mir, ich nehme Sie gleich mit. Entschuldige, Mutti, aber bei uns ist der Teufel los. Was denn? Komm, sei nicht so nervös. Setz dich zu mir und erzählst mir alles, ja? Sag deiner Sekretärin, sie soll uns Kaffee machen. Es ist zum verrückt werden. Ich habe eine ganz unangenehme Geschichte am Hals. Ausgerechnet jetzt, wo der Verkauf von Jupiter plötzlich angezogen ist. Wieso ist denn passiert? Heute Morgen ruft der Schweizer Hof an. Ein ganz alter Kunde von uns. Heute Morgen haben sie zum ersten Mal Jupiter Mokka ausgeschenkt, zur Einführung. Alle Gäste haben ihn zurückgeschickt. Ungenießbar. Ungenießbar? Ach, Unsinn. Ist doch gar nicht möglich. Ich habe sofort Farbe hingeschickt. Was soll ich dir sagen? In der Mischung sind Stinkerbohnen. Ich habe natürlich sofort eine Untersuchung eingeleitet. Na und? Nichts festzustellen mehr. Wie groß der Schaden ist, kann man noch gar nicht sagen. Die ganze Tagesproduktion ist bereits ausgeliefert. Mein Gott, das ist ja schrecklich. Was das Schlimmste ist, die tun jetzt hier alle so, als ob nicht die Maschine versagt hätte, sondern ich. Wenn ich Köhler nicht nach Hause geschickt hätte, dann wäre das alles gar nicht passiert. Wieso ist er wieder da? Nein. Thomas, hol den Mann zurück. Es kommt gar nicht in Frage. Er muss zu mir. Thomas, kommen. Du brauchst diesen Mann. Stell dir vor, wenn noch mehr passiert. Ich glaube nicht, dass da noch was passiert, wenn er nicht da ist. Wieso? Du meinst doch nicht etwa. Das ist ja mit Absicht. Ja, das glaube ich. Also, mein Junge, das würde ich mir jetzt aber überlegen. Ich meine, du kannst dem Mann nicht leiden, aber das ist doch kein Grund, ihn zu verdächtigen. Thomas, ich an deiner Stelle... Mutti, lass mich. Bitte? Bitte? Sage ich überhaupt nichts mehr. Was geschieht eigentlich mit den Kunden, die den Kaffee zurückbringen? Die bekommen eine andere Packung. Alle Filialen wissen Bescheid. Das ist aber ein bisschen wenig für all den Ärger. Muss schon sagen, wenn ich Besuch hätte und dann könnte man meinen Kaffee nicht trinken. Also ich finde, du musst deine Kunden entschädigen. Weiß ich, irgendein Geschenk, irgendwas. Du, das ist gar keine schlechte Idee. Das ist sogar eine großartige Idee. Ja, siehst du, deine Mutter. Fräulein Rabe? Fräulein Rabe? Rufen Sie bitte sofort in der Werbeabteilung an. Herr Meier soll da bleiben, ich komme sofort zu ihm. Übrigens, hat schon jemand seinen Garderobenschlüssel vermisst? Niemand. Danke. Mutti, das ist eine ganz großartige Idee. Also, können wir endlich Kaffee trinken. Thomas, unser Kaffee. Müssen Sie aber lange klopfen, der pennt sicher. Vielen Dank. Ja, der Gastgeber ist wieder ganz furchtbar eingebechert. Aha. Ja, es ist ein Jammer. Seitdem ihm die Frau durchgebrannt ist. Was heißt durchgebrannt? Ich denke, die hat er rausgeschmissen. Herr Köhler, seine Frau? Ja. Er liebt die doch immer noch. Alles hat er für sie getan. Aber die hat das wirklich nicht verdient. Aha. Ja.
Und das hat er nun davon. Als er letzten Mittwoch nach Hause kommt, ist die Bude leer. Ja. Sogar die Möbel hat sie mitgenommen. Entschuldigen Sie. Steht wahrscheinlich der Kerl dahinter, der sie immer besucht Entschuldigen hat. Entschuldigen Sie bitte. Seitdem ist er nicht mehr nüchtern geworden. Verzeihen Sie, wo ist denn die Küchentür hier? Hier, ums Haus rum. Darum? Ja. Danke Ihnen vielmals. Bitte schön. Ja, früher hat er nie getrunken. Wenn der so weitermacht, macht das nicht mehr lange. Ja, meine Großmutter hat schon gesagt, Männer, die zu junge Frauen heiraten, die werden nicht alt. Da ist was dran. Da ist wirklich was dran. Ja, vielen Dank. Bitte schön. Herr Köhler, um Gottes Willen, Herr Köhler, werden Sie wach. Sie müssen aufwachen, Herr Köhler! Herr Köhler, werden Sie wach! Das könnte ich Sie doch eher fragen. Warum sind Sie denn nicht in Ihrem Betrieb? Mein Betrieb? Heute ist doch. Heute ist doch Sonntag. Nein, heute ist Montag. Montag? Ja. Sind Sie sicher? Aber ganz sicher. Das ist mir auch gleich. Ich gehe in den Betrieb sowieso nicht mehr. Ich meine, den Saftladen nicht. Schämen Sie sich nicht, Herr Köhler. Wie sind Sie denn dazu gekommen? Das geht Sie gar nichts an. Wie sind Sie auch hier reingekommen? Sagen Sie mal, was fällt Ihnen eigentlich ein, solchen Ton mir anzuschlagen? Sie müssten mir doch dankbar sein. Ich habe Ihnen doch eben das Leben gerettet, Mann. Hier? Ja, Ihre Wäsche war übergekocht. Riechen Sie denn das Gas nicht? Tatsächlich. Ach, so ein verdammter Mist, habe ich, Idiot, wieder zu viel Waschmittel verhindert. Nein, nein, den Deckel haben Sie zu fest drauf gelegt. Was ist das für ein Deckel? Auf Ihren Waschkessel. Oh, ja. Und wer sind Sie überhaupt, hm? Ich bin Frau Rogalski. Was denn Sie? Sie sind die Frau, die Mutter von dem Schwiegersohn, ich meine, von dem Chef? Mhm. Sagen Sie mal, halten Sie Herrn Köster für einen sehr dummen, schlechten Geschäftsmann? Ich? Wie kommen Sie darauf? Ne? Sie, das ist einer von den ganz Cleveren. So. Dem können Sie alle noch eine Scheibe abschneiden. Ich war dabei, wie der seine Firma aufgemacht hat, jawohl. Ich war dabei, aber aus nichts heraus, nur mit hier. Hier mit dem Köpfchen, ja. Aha. Das ist ein ganz ausgekochter, der weiß genau, was er will. So, und Sie glauben, dass dieser, wie haben Sie eben gesagt, ausgekochte, clevere Kurt Köster seinen ganzen Betrieb einem Mann überlässt, der zufällig sein Schwiegersohn geworden ist? So, darüber denken Sie jetzt mal ein bisschen nach, Herr Köhler. Und jetzt legen Sie sich hin und schlafen sich bis morgen früh aus. Sie werden nämlich in Ihrer Fabrik gebraucht, sonst passiert noch mehr. Wissen Sie, dass Ihre neue Maschine verrückt gespielt hat? Die ganze neue Jupiter-Mischung ist voller Stinkerbohnen. Wiedersehen, Herr Köhler. Ja, also die Sache hier oben, die Headline, die haben wir natürlich ein bisschen abgesetzt. Und die Hauptaussage, die bringen wir nun etwas kleiner, hier unten auf der rechten Seite. Machen Sie mit. Das finde ich sehr gut, Herr Meier. Hätte ich etwas mehr Zeit gehabt, dann wäre mir sicher noch was Besseres eingefallen. Die Anzeigen machen wir ganz genauso. Mhm. Und zuerst natürlich die Tageszeitungen wegen der... Ja, Herr Meier, mehr können wir wirklich nicht tun. Jetzt bin ich nur noch gespannt. Ja, bitte? Herr Köhler möchte Sie sprechen. Aha. Er soll reinkommen. Bitte. Guten Tag. Herr Köhler, Sie kommen gerade im richtigen Moment. Wir brauchen nämlich Ihre Einwilligung. Zeigen Sie uns bitte das Plakat nochmal. Wir haben nämlich über Ihren Kopf hinweg bestimmt und über Ihren Namen. Wir mussten ganz plötzlich eine Werbeaktion starten.
Und was mit der... Was mit der Jupiter-Mischung passiert ist, das wissen Sie ja sicher. Sind Sie damit einverstanden? Ja, natürlich, ja. Gut. Die Plakate müssen noch heute in alle Filialen und sorgen Sie dafür, dass sie sofort in die Schaufenster kommen. Ja, ich werde natürlich gleich selbst packen. Ein Glück, das wird vorläufig über die Stadtfilialen geliefert haben. Ja, da haben Sie recht. Ich glaube, das haben wir noch einigermaßen wieder hingebogen. Hätte ins Auge gehen können. Herr Rogalski, ich... Bitte nehmen Sie doch Platz. Dankeschön. Herr Rogalski, ich muss Ihnen etwas sagen. Dass die Stinkerbohnen da in die Mischung gekommen sind, das lag nicht an der Maschine. Ich habe in der Mittagspause... Ich weiß. Woher? Das ist doch Ihr Garderobenschlüssel. Ja. Den habe ich am Freitag gefunden, direkt neben dem Ausschussbehälter. Vor der Mittagspause können Sie ihn ja nicht verloren haben. Sie mussten ja Ihren Mantel aus dem Schrank holen. Und im Kittel sind Sie ja nicht nach Hause gelaufen. Also müssen Sie danach noch mal an der Maschine gewesen sein. So. Und jetzt wollen wir alles vergessen und Frieden schließen. Sie werfen mich nicht raus? Nein. Außerdem, Sie sind ja von allein zu mir gekommen. Ja, nicht ganz von allein. Ich hab dir doch immer gesagt, dein Jupiter-Kaffee setzt sich durch. Willst du eine Tasse? Ja, bitte. Ich habe nicht gedacht, dass der Wettbewerb ein solcher Erfolg wird. Die Leute haben die Halbpfundpackungen wie verrückt gekauft. Jeder dachte, er erwischt eine mit einer schlechten Bohne. Der Umsatz hat sich verzwanzigfacht. Damit ist die Mischung eingeführt. Sag mal, musst du jetzt unbedingt wieder rauchen? Ist doch lieber ein Streusel. Hast du auch wieder recht. Möchtest du auch eins? Nein, leider nicht. Ist nicht gut für meine Linie. Schmeckt großartig. Ja? Du kannst eisern sein. Ja, man muss sich im Leben beherrschen können, mein Junge. Da hilft nichts. Ist nichts drin? Komm, hol ich dir was. Das fehlte gerade noch, dass du in die Küche gehst. Steht im Eisschrank. Mutti, wo? Unten. Findest du sie nicht? Sag mal, findest du denn die Sahne? Mutti, was machst du denn mit dem vielen Kaffee? Na, jemand musste doch deinen Umsatz steigern. Mutti. Ich hab nur keine Bange. Mich hat doch keiner bemerkt. Ich habe nicht nur in einer Filiale gekauft. Ich bin überall umhergefahren, in der ganzen Stadt. Mutti, du bist mir schon eine. Ja, aber jetzt muss ich bald was verschenken. Sonst habe ich keinen Platz mehr in der Speisekammer. Das würde ich an deiner Stelle nicht tun. Warum nicht? Der Kaffee kriegt nämlich Junge. Für fast jede dieser Tüten bekommst du von der Firma Köster ein ganzes Pfund. Und einen silbernen Mokkalöffel. Na bitte. Bin ich doch endlich eine gute Partie. So, jetzt wollen wir sehen. Das ist der Gute? Das ist der Gute. Bin ich gespannt, ob ich endlich den Schlechten finde. Oh, leider gut. Schlecht? Ja. Morgana. Herrlich. Was?
Herr Köhler, Sie sind der Leiter dieser Abteilung. Ein Vorgesetzter sollte Vorbild sein. Dass Sie es in diesem Zustand nicht sind, werden Sie ja wohl von alleine wissen. Ich möchte Sie deshalb bitten, sofort nach Hause zu gehen. Sie wollen mir nach Hause schicken? Das können Sie nicht, Sie nicht. Ich kann Sie nicht dazu zwingen, nach Hause zu gehen. Aber hier bleiben Sie nicht. Auf keinen Fall. Verlassen Sie den Betrieb und kommen Sie wieder, wenn Sie nüchtern sind. Dazu haben Sie gar kein Recht. Gut, ich habe ein bisschen was getrunken. Aber ein Arbeiter ist nicht vernachlässigt, da kann mir keiner was nachsagen. Herr Köhler, ich möchte Sie in diesem Zustand hier nicht mehr sehen. Sie haben hier überhaupt nichts zu sagen, Sie. Mein Chef ist der Köster. Das ist meine Abteilung, die ich selbst aufgebaut habe und meine Maschinen. Ich denke gar nicht an, meinen Posten zu verlassen. Hier bin ich verantwortlich, dass wir von keinem reinreden und von Ihnen schon sagen. Sie wissen überhaupt gar nicht, was hier gespielt wird, nicht? Sie denken, es läuft hier alles automatisch und ganz von allein. Aber nur solange ich hier bin. Dass Sie ein wichtiger Mann in diesem Betrieb sind, das weiß ich. Gerade deshalb möchte ich Sie bitten zu gehen. Ihre Stellung ist mir zu wichtig, als dass ich die Verantwortung einem Betrunkenen überlassen möchte. Wenn Sie in 10 Minuten das Werksgelände nicht verlassen haben, dann mache ich von meinem Hausrecht Gebrauch. Ist er wirklich gegangen? Während der Mittagspause. Ich habe es selbst gesehen. Er schwankt den Hut und Mantel über den Vorplatz. Unglaublich. Hat sich ein Taxi rufen lassen. Doch, entschuldigen Sie bitte, ja? Und was ist das da? Das ist die große Röstanlage. Guten Tag. Da wird die Farbe kontrolliert. Oh, aber der muss noch ein bisschen mehr geröstet werden. Woher weißt du denn das? Ich habe ja auch mal Kaffee geröstet. Du? Ja, gleich nach dem Kriege. Wissen Sie, 45. Aber in der Pfanne auf dem Herd. Bitte, was ist denn? Das Das Gas wegnehmen? Ja. Sagen Sie, wie viel Kaffee geht denn in so eine Maschine? 90 Kilo. 90? Das sind ja mehr als Nein, fast 2 Zentner. Oh, ich habe damals schon 8 Zentner geröstet. Für mehr reichte mein Geld nicht. Das war eine ganz billige Sorte. Aber nie wieder hat der Kaffee so gut geschmeckt wie der erste Bohnenkaffee nach dem Krieg. Das glaube ich. Ja? Auf vielen Dank, ja? Das ist unsere Verleseanlage. Sag mal, wie funktioniert denn die? Die Fotozellen sind auf die Farbe des Kaffees eingestellt und sucht die zu dunklen und zu hellen Bohnen aus. Das kann ich mir so richtig vorstellen, wie du Propaganda für mich machst. Also für einen schlechten Kaffee würde ich keine Propaganda machen, selbst wenn du ihn angepflanzt hättest. Die nehmen mich einfach nicht für voll. Für sie bin ich nur der Schwiegersohn. Mit den meisten Leuten komme ich ja klar, aber dieser Herr Köhler... Wieso, wer ist denn nun Köhler? Wichtiger Mann? Mhm. Ist der Leiter der Rösterei. Mit dem Alten zusammen die Firma aufgebaut. Übrigens, der hat auch die neue Röstanlage gebaut. Die wolltest du mir doch mal zeigen? Ja, wenn du willst. Morgen um 12:30? Ja. Weißt du was? Und da werde ich mal diesen Herrn, wie heißt der Köhler? Den werde ich da mal besichtigen. Ja? Ich kann den Kerl einfach nicht mehr sehen. Wieso? Dass er mehr von der Rösterei versteht als ich, das brauchen wir ja nicht andauernd unter die Nase zu schmieren. Seine ewigen Anfälle. Gestern war er wieder betrunken. Wieso betrunken ist er auch? Schwierigkeiten in der Ehe. Zu junge Frau. Gestern hat er sie, glaube ich, rausgeschmissen. Dann sprich doch mal mit dem Mann. Ich, weißt du, wenn man so private Sorgen das hat, dann... Das hat doch keinen Sinn. Gut, dass sein Assistent, der Faber, sich so gut eingearbeitet hat. Thomas! Sofort! Bitte mal gesagt, nichts Patrizia davon. Sie regt sich immer gleich so auf. Sag mal, wofür hältst du mich denn? Und würden uns freuen, bereits in Kürze Ihren Auftrag zu erhalten. Und das geht an alle Hotels, mit denen wir arbeiten? Mhm. Sie geben nicht auf? Nein. Rabe, einen Augenblick, Herr Faber. Rogalski? Bitte halten Sie sich da raus, ich komme sofort rüber. Fräulein Rabe, wenn Sie mich brauchen, ich bin drüben in der Rösterei. Ist wieder etwas mit Herrn Köhler? Voll wie 1000 Mann. Aber das lasse ich mir nicht mehr bieten. Ja, was wollen Sie mit ihm machen? Da gibt es nur eine Möglichkeit. Raus, habe ich gesagt. Halt einfach raus. Hast du deine Frau nicht vielleicht auch ein bisschen zu schlecht behandelt? Schlecht? Zu gut. Viel zu gut. Alles vertragen die Weiber ja nicht. Thank you.
Ist was? Herr Köhler, Sie sind der Leiter dieser Abteilung. Ein Vorgesetzter sollte Vorbild sein. Dass Sie es in diesem Zustand nicht sind, werden Sie ja wohl von alleine wissen. Ich möchte Sie deshalb bitten, sofort nach Hause zu gehen. Sie wollen mich nach Hause schicken? Das können Sie nicht, Sie nicht. Ich kann Sie nicht dazu zwingen, nach Hause zu gehen. Aber hier bleiben Sie nicht. Auf keinen Fall. Verlassen Sie den Betrieb und kommen Sie wieder, wenn Sie nüchtern sind. Dazu haben Sie gar kein Recht. Gut, ich habe ein bisschen was getrunken. Aber ein Arbeiter ist nicht vernachlässigt. Da kann mir keiner was nachmachen. Herr Köhler. Das lassen Sie dich führen? Mhm. Als Papst noch da war, ging es ja. Aber jetzt, wenn ich mit irgendeiner neuen Idee komme, dann sagen Sie gleich, Herr Köster hätte das nicht so gemacht. Ja, und dann warten richtig darauf, dass mir eine Panne passiert. Der von mir neu eingeführte Mokka-Spitzenkaffee. Also bitte, die Reklame ist sogar sehr gut. Die Reklame ist gut, aber der Absatz schlecht. Also bei mir in der Ecke in der Filiale geht er sehr gut. Das kann ich mir so richtig vorstellen, wie du Propaganda für mich machst. Also für einen schlechten Kaffee würde ich keine Propaganda machen, selbst wenn du ihn angepflanzt hättest. Die nehmen mich einfach nicht für voll. Für sie bin ich nur der Schwiegersohn. Mit den meisten Leuten komme ich ja klar, aber dieser Herr Köhler... Wieso, wer ist denn nun Köhler? Wichtiger Mann? Mhm. Ist der Leiter der Rösterei. Mit dem Alten zusammen die Firma aufgebaut. Übrigens, der hat auch die neue Röstanlage gebaut. Die wolltest du mir doch mal zeigen. Ja, wenn du willst. Morgen um 12:30? Ja. Weißt du was? Und da werde ich mal diesen Herrn, wie heißt der Köhler? Den werde ich da mal besichtigen. Ja? Ich kann den Kerl einfach nicht mehr sehen. Wieso? Dass er mehr von der Rösterei versteht als ich, das brauchen wir ja nicht andauernd unter die Nase zu schmieren. Seine ewigen Anfälle. Gestern war er wieder betrunken. Wieso betrunken ist er auch? Schwierigkeiten in der Ehe. Zu junge Frau. Gestern hat er sie, glaube ich, rausgeschmissen. Dann sprich doch mal mit dem Mann. Ich, weißt du, wenn man so private Sorgen hat, dann... Das hat doch keinen Sinn. Gut, dass sein Assistent, der Faber, sich so gut eingearbeitet hat. Thomas! Sofort! Bitte, sag nichts Patricia davon. Sie regt sich immer gleich so auf. Sag mal, wofür hältst du mich denn? Und würden uns freuen, bereits in Kürze Ihren Auftrag zu erhalten. Und das geht an alle Hotels, mit denen wir arbeiten? Mhm. Sie geben nicht auf? Nein. Rabe. Einen Augenblick, Herr Faber. Rogalski? Bitte halten Sie sich da raus, ich komme sofort rüber. Fräulein Rabe, wenn Sie mich brauchen, ich bin drüben in der Rösterei. Ist wieder etwas mit Herrn Köhler? Voll wie 1000 Mann. Aber das lasse ich mir nicht mehr bieten. Ja, was wollen Sie mit ihm machen? Da gibt es nur eine Möglichkeit. Raus, habe ich gesagt. Halt einfach raus. Hast du deine Frau nicht vielleicht auch ein bisschen zu schlecht behandelt? Schlecht? Zu gut. Viel zu gut. Alles vertragen die Weiber ja nicht. Ist was? Herr Köhler, Sie sind der Leiter dieser Abteilung. Ein Vorgesetzter sollte Vorbild sein. Dass Sie davon, als er letzten Mittwoch nach Hause kommt, ist die Bude leer. Ja. Sogar die Möbel hat sie mitgenommen. Entschuldigen Sie. Steckt wahrscheinlich der Kerl dahinter, der sie immer besucht Entschuldigen hat. Sie bitte. Ja, seitdem ist er nicht mehr nüchtern geworden. Verzeihen Sie, wo ist denn die Küchentür hier? Hier, ums Haus rum. Darum? Ja. Danke Ihnen vielmals. Bitte schön. Ja, früher hat er nie getrunken. Wenn der so weitermacht, macht das nicht mehr lange. Ja, meine Großmutter hat schon gesagt, Männer, die zu junge Frauen heiraten, die werden nicht alt. Da ist was dran. Da ist wirklich was dran. Ja, vielen Dank. Bitte schön. Oh.
Gottes Willen, Herr Köhler, werden Sie wach. Sie müssen aufwachen, Herr Köhler! Herr Köhler, werden Sie wach! Das könnte ich Sie doch eher fragen. Warum sind Sie denn nicht in Ihrem Betrieb? Mein Betrieb? Heute ist doch Sonntag. Nein, heute ist Montag. Montag? Ja. Sind Sie sicher? Aber ganz sicher. Das ist mir auch gleich. Ich gehe in den Betrieb sowieso nicht mehr. Ich meine, den Saftladen nicht. Schämen Sie sich nicht, Herr Köhler. Wie sind Sie denn dazu gekommen? Das geht Sie gar nichts an. Wie sind Sie überhaupt hier reingekommen? Sagen Sie mal, was fällt Ihnen eigentlich ein, solchen Ton mir anzuschlagen? Sie müssten mir doch dankbar sein. Ich habe Ihnen doch eben das Leben gerettet, Mann. Hier? Ja, Ihre Wäsche war übergekocht. Riechen Sie denn das Gas nicht? Tatsächlich. Ach, so ein verdammter Mist, habe ich, Idiot, wieder zu viel Waschmittel verhindert. Nein, nein, den wieder... Deckel haben Sie zu fest drauf gelegt. Was ist das für ein Deckel? Auf Ihren Waschkessel. Oh, ja. Und dann ist er wirklich gegangen? Während der Mittagspause. Ich habe es selbst gesehen. Er schwankte in Hut und Mantel über den Vorplatz. Unglaublich. Hat sich ein Taxi rufen lassen. Und was ist das da? Das ist die große Röstanlage. Guten Tag. Da wird die Farbe kontrolliert. Oh, aber der muss noch ein bisschen mehr geröstet werden. Woher weißt du denn das? Ich habe ja auch mal Kaffee geröstet. Du? Ja, gleich nach dem Kriege. Wissen Sie, 45. Aber in der Pfanne auf dem Herd. Bitte, was ist denn? Das Gas wegnehmen. Das Gas wegnehmen? Sagen Sie, wie viel Kaffee geht denn in so eine Maschine? 90 Kilo. 90? Das sind ja mehr als zwei. Nein, fast zwei Zentner. Oh, ich habe damals nur ein Achtel geröstet. Zu mehr reichte mein Geld nicht. Das war eine ganz wilde Sorte. Aber nie wieder hat ein Kaffee so gut geschmeckt wie der erste Bohnenkaffee nach dem Kriege. Das glaube ich. Was? Auf vielen Dank, ja? Das ist unsere Verleseanlage. Sag mal, wie funktioniert denn die? Die Fotozellen sind auf die Farbe des Kaffees eingestellt. Und sucht die zu dunklen und zu hellen Bohnen aus. Das ist ja toll. Und was macht ihr damit? Ich meine hier, mit diesem Ausschuss. Die werden weggeschmissen. Weggeschmissen? Ach, das ist aber schade. Was hast du da? Prima. Riecht ja gefallen. Das sind die zu hellen Bohnen, die sogenannten Stinkerbohnen. Aha. Die werden entweder zu früh vom Baum gepflückt oder sind vom Wurm gefallen. Die können eine ganze Mischung verderben. Ist ja nicht wahr. Komisch. Heute ist aber wenig Ausschuss. Was hast du da? Ein Garderobenschlüssel. Muss jemand verloren haben. Das ist wirklich jedes Mal genau ein halbes Stück. Die elektronische Waage irrt nie. Fantastisch. Jede Sekunde ein halbes Jupiter-Bocker. Wahrscheinlich das letzte Mal, dass diese Mischung durch soll. Warum denn? Die Produktion wird angestellt, keine Nachfrage. Das verstehe ich nicht. Wer diesen Kaffee einmal gekauft hat, der kauft ihn doch immer wieder. Dazu muss er ihn erst einmal kaufen und das tut eben leider keiner. Entschuldigen Sie bitte, aber mein Junge, das kann doch nur in der Werbung sein. Also ich würde die Jupiter-Mocker durchsetzen. Ja, vielleicht, aber dazu muss er etwas ansteigen im Verkauf. Ich komme Montag Nachmittag hier zu dir ins Büro, ja? Und dann backe ich uns ein Streusel, lässt von deiner Sekretärin Jupiter-Mocker machen und den trinken wir. Vielleicht fällt uns was Gutes zur Wärmung ein. Oh. Dass die Stinkerbohnen da in die Mischung gekommen sind, das lag nicht an der Maschine. Ich habe in der Mittagspause... Ich weiß. Woher? Das ist doch Ihr Garderobenschlüssel. Ja. Den habe ich am Freitag gefunden, direkt neben dem Ausschussbehälter. Vor der Mittagspause können Sie ihn ja nicht verloren haben. Sie mussten ja Ihren Mantel aus dem Schrank holen. Und im Kittel sind Sie ja nicht nach Hause gelaufen. Also müssen Sie danach noch mal an der Maschine gewesen sein.
So. Und jetzt wollen wir alles vergessen und Frieden schließen. Sie werfen mich nicht raus? Nein. Außerdem, Sie sind ja von allein zu mir gekommen. Ja, ich ganz von allein. Ich hab dir doch immer gesagt, dein Jupiter-Kaffee setzt sich durch. Willst du eine Tasse? Ja, bitte. Ich habe nicht gedacht, dass der Wettbewerb ein solcher Erfolg wird. Die Leute haben die Halbpfundpackungen wie verrückt gekauft. Jeder dachte, er erwischt eine mit einer schlechten Bohne. Der Umsatz hat sich verzwanzigfacht. Damit ist die Mischung eingeführt. Sag mal, musst du jetzt unbedingt wieder rauchen? Ist doch lieber ein Streusel. Hast du auch wieder recht. Möchtest du auch eins? Nein, leider nicht. Ist nicht gut für meine Linie. Schmeckt großartig. Ja? Du kannst eisern sein. Ja, man muss sich im Leben beherrschen können, mein Junge. Da hilft nichts. Ist nichts drin? Komm, hol ich dir was. Das fehlte gerade noch, dass du in die Küche gehst. Steht im Eisschrank. Mutti, wo? Unten. Findest du sie nicht? Sag mal, findest du denn die Sahne? Mutti, was machst du denn mit dem vielen Kaffee? Jemand musste doch deinen Umsatz steigern. Mutti. Ich hab nur keine Bange. Mich hat doch keiner bemerkt. Ich habe nicht nur in einer Filiale gekauft. Ich bin überall umhergefahren, in der ganzen Stadt. Mutti, du bist mir schon eine. Ja, aber jetzt muss ich bald was verschenken. Sonst habe ich keinen Platz mehr in der Speisekammer. Das würde ich an deiner Stelle nicht tun. Warum nicht? Der Kaffee kriegt nämlich Junge. Für fast jede dieser Tüten bekommst du von der Firma Köster ein ganzes Pfund. Und einen silbernen Mokkalöffel. Na bitte. Bin ich doch endlich eine gute Partie.